Dein oberer Rücken fühlt sich häufig rund und verspannt an. Vor allem zwischen den Schulterblättern hast du regelmäßig Schmerzen. Hier ist dein Workout. Auf dich wartet eine Kombination aus Mobilisations- und Kräftigungsübungen. Dabei geht es vor allem darum, die Wirbelsäule zu strecken und die Brust zu öffnen. Ganz am Ende darfst du dich auf eine entspannende Dehnübung freuen. Schnapp dir dazu entweder ein dickes Kissen, einen Yoga-Block oder eben so eine Faszienrolle. Und wir sehen uns gleich. Viel Spaß beim Workout. Für unsere erste Übung stelle dich breit hin, die Fußspitzen zeigen schräg nach außen. Zieh die Arme über die Seiten lang nach oben. Komm in die Seitneigung nach links und zieh die rechte Seite schön lang. Streck dich danach wieder lang nach oben und zur anderen Seite in die Seitneigung. Streck dich wieder lang nach oben, senk beide Arme, bring die Hände vor die Brust, drück vom Körper weg und roll dich rund zusammen, Bauchnabel rein, Kinn zur Brust. Streck dich wieder lang nach oben, Arme neben den Ohren, Seitneigung nach links, Seitneigung nach rechts, zurück zur Mitte, Arme senken, Hände vor die Brust, rund drücken, wegschieben, einatmen hoch. Noch einmal, ausatmen zur Seite, zur anderen Seite. Zurück zur Mitte, senk die Arme, Hände vor die Brust, ausatmen, nochmal schließen, rund machen, einatmen lang und nochmal in die Seitneigung nach links, nach rechts, senk die Arme, einmal rollen wir uns noch rund zusammen, strecken und senk die Arme, sehr gut. Übung Nummer 2, auch eine Seitneigung für den Schultergürtel, die Füße bleiben breit, nimm die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Beuge den Oberkörper nach rechts und bring die Hände hinter dem Rücken zueinander. Einatmen zurück zur Mitte und aus zur anderen Seite. Also immer Wirbelsäule zur Seite neigen und die Arme eindrehen und hinter dem Rücken zueinander bringen. Wir bleiben dynamisch und im Rhythmus mit unserer Atmung. Einatmen lang, ausatmen zur Seite. Sehr gut. Hier bei dieser Übung kämpft man immer so ein kleines bisschen, die Hände hier wirklich nach hinten zu bringen. Aber versuche, möglichst viel Bewegung im ganzen Schultergürtel stattfinden zu lassen. Sehr gut, noch 10 Sekunden. Und wir lösen, sehr gut. Weiter geht's unten auf der Matte. Und zwar kommen wir in die Bauchlage für unsere erste Mattenübung, Rückenstrecker. Du kennst sie wahrscheinlich. Streck die Arme lang nach oben aus, heb den Oberkörper an, zieh die Ellenbogen ran zum Körper und senke langsam und kontrolliert wieder Richtung Matte ab. Wir machen hier eine möglichst große Bewegung, wollen weit nach oben in die Rückbeuge, trainieren den ganzen Rücken. Aber versuchen eben auch ganz gezielt den Schultergürtel mitzunehmen und die Schulterblätter hinter dem Rücken zueinander zu bringen. Sehr gut, noch 20 Sekunden. Und wir lösen. Perfekt. Drücke dich hier weg. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Also Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Streck dein rechtes Bein aus und nimm den linken Arm nach vorne. Heb dein Bein hinten an. Dreh deinen linken Arm ein mit dem Handrücken zur rechten Gesäßhälfte. Das andere Bein bleibt hier gestreckt. Es geht hier um die Stabilität in der Mitte, aber auch um die Bewegung im Schultergürtel. Sehr gut, noch 10 Sekunden.
Und wir lösen und wechseln die Seite. Linkes Bein ausstrecken. Nimm den rechten Arm nach vorne. Heb, wenn es geht, dein linkes Bein an. Dreh den rechten Arm ein und bring den Handrücken zu deinem Gesäß. Die Schwierigkeit ist dabei, hier eben die Spannung in der Mitte, die Stabilität zu halten. Das Gewicht bleibt weit vorne auf dem linken Arm, auf den Fingerspitzen. Und das gestreckte Bein ist voller Spannung. Sehr gut, die letzten paar Sekunden. Und wir lösen und kommen zurück in die Bauchlage für eine andere Rückenstrecker-Variante, und zwar Rückenstrecker-Schmetterling. Bring die Hände auf dem Rücken zusammen, sodass der Handrücken deiner linken Hand in der Handinnenfläche deiner rechten Hand liegt. Heb den Oberkörper an, zieh die Schulterblätter zueinander, zieh die Ellenbogen weit nach oben und gib hier langsam und kontrolliert wie vorhin den Oberkörper wieder nach unten auf die Matte ab. Auch hier machen wir 30 Sekunden auf der einen Seite und wechseln gleich einfach die Position der Hände, sodass die andere Hand unten drunter liegt. Aber jetzt noch hier ein paar Sekunden. Sehr gut, wir wechseln und wechseln hinten die Hände einmal andersrum und auch hier 30 Sekunden. Wenn du nach unten nachgibst, lass die Schulterblätter wirklich fallen, die Schultern, die Ellenbogen Richtung Matte bringen. Und wenn du anhebst, zieh beide zueinander. Achte dabei ein bisschen auf deinen Nacken, versuche den tief zu halten, also Schultern weg von den Ohren. Und wir lösen. Perfekt. Drück dich wieder weg von der Matte in den Vierfüßlerstand. Achtung, der linke Fuß nach vorne, das rechte Knie bleibt am Boden. Die rechte Hand bleibt auch am Boden. Wir haben hier eine Rotationsbewegung, also komm in die Drehung, streck den Arm nach oben aus und senk danach wieder ab. Dein vorderes Bein bleibt stabil und wir versuchen uns möglichst stark in die Drehung zu drücken und aber auch die Brust zu öffnen, den oberen Arm weit nach hinten ziehen. 10 Sekunden noch. Und locker. Perfekt. Wechsle in Ruhe die Seite. Finde deine Position und mach dich bereit, auch hier 30 Sekunden in die Rotation, dynamisch im Wechsel. Der Rücken wird immer wieder gerade, Blick auch runter zur Matte nehmen und groß in die Drehung, zieh die obere Schulter weit nach hinten, dreh dein Brustbein zur Seite auf. Und locker, perfekt, komm nach unten in den Schneidersitz, kreis nochmal die Schulter nach hinten. Achtung, als nächstes Schulter strecken, nimm die Hände hinterm Rücken zusammen, Räuberleiter, Faust, streck die Ellenbogen, zieh die Schulterblätter zueinander, wirklich weit nach hinten ziehen, Spannung hier rein und dann lösen, die Schulterblätter wandern nach vorne, danach wieder aktiv nach hinten ziehen und lösen. Also bring hier viel Spannung rein und streck auch mal die Ellenbogen und genauso wieder lockern. Brustbein rausheben, rausdrücken, wenn du die Ellenbogen streckst und die Schulterblätter zueinander ziehst. Sehr gut. Im Wechsel hier also Spannung reinbringen und Spannung wieder lösen. Und gepackt. Sehr gut. Wir bleiben im Sitzen, kommen aber jetzt hier in die Grätsche. Füße etwas breiter auseinander. Zieh die Fußspitzen ran, streck die Wirbelsäule schön lang
komm in die Seitneigung nach rechts, zieh die linke Seite lang. Sehr gut, Brustbein heben, wir behalten die Länge und vor allem halten wir hier in der Seitneigung. Es kann sein, dass diese Dehnung hier auch ein bisschen in den unteren Rücken hineinzieht. Das ist gar nicht schlimm, das ist sogar ganz gut. Wir halten hier noch 10 Sekunden. Und lösen, kommt zur Mitte und zur anderen Seite in die Seitneigung. Und auch hier halten wir wieder 30 Sekunden. Achte darauf, der Blick ist geradeaus nach vorne gerichtet. Wir stellen uns hier immer so ein bisschen vor, an der oberen Schulter zieht uns jemand nach hinten, während uns jemand zwischen den Schulterblättern sanft nach vorne drückt. Also halte die Streckung in deiner Wirbelsäule, halte die Brust geöffnet. Und wir lösen perfekt. Komm zurück in den Schneidersitz. Wir haben hier nochmal eine Mobilisationsübung. Bring die Hände hinter dem Nacken zusammen in der Räuberleiter. Lass dich etwas nach hinten fallen, heb deinen Blick. Dann roll dich nach vorne rund zusammen, Kinn zur Brust. Streck danach wieder die Wirbelsäule, Ellenbogen nach hinten ziehen. Komm in die Seitneigung nach rechts. Halte die linke Seite geöffnet, löse die rechte Hand, drück am Brustkorb vorbei und den Blick nach oben zum Ellenbogen. Einatmen, wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, roll nach vorne hin zusammen. Einatmen, streck dich, zieh die Ellenbogen zurück. Ausatmen, Seitenneigung nach links, linke Hand lösen, am Brustkorb vorbei, Blick nach oben zum Ellenbogen. Ein, zurück zur Mitte, sehr gut, einmal noch so. Ausatmen, schließen. Einatmen, strecken. Ausatmen, Seitneigung, am Brustkorb vorbeidrücken, Blick mitnehmen, nach oben gerichtet. Ein, zurück zur Mitte. Ausatmen, schließen. Ein in die Streckung und noch einmal nach links. Seitneige, lösen, drücken, zur Mitte. Sehr gut. Wir kommen zu unserer letzten Übung, Rückbeugeentspannung. Schnapp dir deine Rolle oder deinen Block oder dein dickes Kissen, was du hast, und komm einfach in die Rückenlage. Bringe diese Unterlage genau an deinen oberen Rücken, ungefähr da, wo dein Brustbein ist, vielleicht etwas tiefer, rutsche etwas hin und her. Nimm die Arme zur Seite und hier dürfen wir liegen bleiben. Spüre die Dehnung in der Vorderseite, die Öffnung deiner Brust. Vielleicht spürst du die Brustmuskulatur, wie sie gedehnt wird, bis in die Schulter hinein. Vielleicht merkst du aber auch die Bauchdecke, die Bauchmuskeln, die hier langgezogen werden. Halte diese Dehnung und lass den Atem fließen. Versuche hier eher zu entspannen und in die Matte sinken zu lassen. Komm dann langsam wieder zurück, richte dich auf, beweg dich nochmal etwas hin und her, so wie es sich gut anfühlt, kreis die Schultern zurück, sehr gut, vielen Dank. Mein Rücken fühlt sich jetzt auf jeden Fall viel gestreckter und auch viel lockerer an. Ich hoffe, dir geht es genauso. Sag uns das gerne unten in den Kommentaren. Und wenn du regelmäßig unter Schmerzen und Verspannungen im oberen Rücken leidest, solltest du diese Übungen natürlich regelmäßig durchführen, um eben auch langfristig eine Verbesserung zu erzielen. Wenn du nicht genug von uns bekommen hast, hier geht es weiter mit weiteren Trainingsvideos mit uns. Vergiss nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald schon wieder.